Liebe Deutschlandwetter, ich mache nochmal ein kurzes Update auf diesem Kanal. In diesem Update schauen wir jetzt nochmal auf die möglichen Gewitter und Unwetter in der Nacht, die es geben wird. Das ist ja heute schon mein drittes Video, aber wir müssen da jetzt nochmal kurz drauf schauen, denn es gibt auch einige kräftige Gewitter aktuell noch. Aber als allererstes schauen wir mal auf die Niederschlagsmengen, die bis jetzt heute runtergekommen sind. Und dann hatten wir teilweise örtlich 20, 30 Liter pro Quadratmeter im Norden örtlich, aber auch an den Alpen gab es durch teilweise kräftige Gewitter doch schon recht hohe Niederschlagsmengen von örtlich 20 bis 30, örtlich immer 40 Liter pro Quadratmeter. In der südlichen Mitte passierte relativ wenig. Hier gab es nur einzelne Schauer mit einem bisschen Regen. Schauen wir jetzt auf das aktuelle Wettergeschehen und da sehen wir vor allem, dass wir noch ein kräftiges Gewittergebiet haben, vor allem Richtung Grenze Polen, aber eher noch momentan in Brandenburg drin und eine kräftige Gewitterzelle noch im Süden. Sonst sind vom Nordwesten noch ein paar Gewitterzellen reingekommen, die auch immer örtlich etwas kräftiger ausfallen können. Schauen wir auf die Regenmengen, die mit einem Gewitterkomplex heute noch im Süden heute Nacht unterkommen können, gegen 3 Uhr. Da kann es doch örtlich was regnen, aber auch Richtung NRW kann es morgen früh Richtung 3, 4 Uhr auch noch ein bisschen Regen geben. Der würde dann vom Benelux reinkommen. Das Ganze im Süden wäre noch sehr, sehr windig dazu. Mit diesem Gewitter, ja, Batzen würde ich es mal nennen, der dann aus den Alpen herausziehen könnte, könnten dann auch nochmal örtlich teilweise schwere Sturmböen mit dabei sein. Sonst herrscht eher Wetterberuhigung mit wenig Wind. Nur an Nord- und Ostsee hätten wir ein bisschen Wind mit örtlich mal 50, 60 km/h. Das war's schon wieder in diesem Update. Wir sehen uns morgen früh wieder. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Bleibt geschmeidig. Ciao.